Luftverkehr. Es ist verbreitet heiter und sonnig und überall trocken. Wärmster Ort in Mitteldeutschland zur Stunde Dahlewegen mit 27,5 Grad. Ansonsten Chemnitz 25, Dresden 25, Erfurt 25 Grad Celsius, Gera 23, Halle 24 Grad, Magdeburg 25 Grad. Ich bin hier in der THS Burgschild, Betriebs- und Abteilungsleiter für den Agrarbereich. Wir bieten Agrardienstleistungen im Bereich Düngung und Pflanzenschutz, Schüttguttransporte und haben noch eine Bausparte im Bereich Bodenstabilisierung und Bodenverbesserung, die THS Rins, mit komplett deutschlandweiten Betätigungsfeld mit über 14 Komplexen. Dieses Fahrzeug haben wir uns dieses Jahr gekauft. Das ist der vierte Unimog, den wir für den Agrarbereich haben. Dieses Fahrzeug ist ausgestattet mit dem Class Isaria Ritzmeier Sensor. Aufgebaut ist ein Amazonensteuer ZATS 7501. Leistung, was das Fahrzeug bei uns im Betrieb bringen soll, wird je nach Witterung sein, werden zwischen 6.000 bis 8.000 Hektar, die wir im Jahr streuen wollen. Der Unimog ist mit Stickstoffsensor ausgestattet und als Bedienterminal ist der Müller Emitouch 1200. Um für den Fahrer eine Erleichterung zu bringen, dass er alles auf einem Display, eine Maske hat, nicht ständig hin und her blättern muss. Wir fahren die mit den, also jetzt der Mitas AC70 AS-Reifen, ist von der Breite genau, dass wir in die Fahrgassen passen. Wir haben die Bodenfreiheit, um auch höhere Bestände zu befahren, um die Fahrgassen nicht zu töten. Der Aufbau ist fest verbaut mit dem Unimog. Und wir haben auf Anhieb das grüne Kennzeichen von der Zulassungsstelle bekommen. Grünes Kennzeichen heißt, das Fahrzeug ist steuerbefreit für den Agrarbereich, da wir alles mit LKWs fahren und in den heutigen Zeiten ist es immer schwieriger, ein grünes Kennzeichen für einen LKW zu bekommen. Der Unimog ist geplant, dass wir es übers Jahr für Streuleistungen im Stickstoffbereich über den Herbst soll er abgebaut werden und soll danach im Winter im Kommunalbereich im Winterdienst tätig sein. Dafür wurde auch der Unimog mit den dementsprechenden Hydraulikleistungen ausgestattet. Das heißt Hydraulikpumpe, Schneeflugentlastung, ist alles vorgerüstet vom Werk. Wir haben noch drei andere Unimogs im Betrieb, alles aus der 400er Baureihe, aufgebaut mit Pflanzenschutzspritzen von Aquio. Leistung im reinen Pflanzenschutz um die 24.000 Hektar im Jahr. Haupteinsatzgebiet ist in unserem Standort aus das Erzgebirge, der erste ansteigende Teil, wo wir auch mit extremen Hangneigungen zu kämpfen haben. Deswegen haben wir uns vor über 15 Jahren für Unimog entschieden, um die Standfestigkeit am Hang zu gewährleisten. Und es ist noch keiner umgekippt.
Wir suchen immer Mitarbeiter. Sehr Voraussetzung ist ein LKW-Führerschein, eine gute Motivation, Freude mit neuer Technik umzugehen und mit guten Kollegen zusammenzuarbeiten.